Straße und andererseits hat die totale Ideale und klaut deswegen nur aus dem Bioladen. Herzlich willkommen, Carla Nina Dietrich. Soll die Mütze abmachen, die ist so ein bisschen zu süß. Aber Dax ist gerade mein Krafttier. Ja, Dachse erden, fördern den Prozess. Das ist gerade ganz wichtig für mich, weil ich bin noch ein bisschen heute Morgen jetzt schon früh aufgestanden. 3.52 Uhr, weil mein Freund, der Jan, der ist Bäckermeister. Ja, und der fühlt sich berufen, weil die Schauspielerin, also die Künstlerin, die braucht ja immer so ein bisschen Struktur. Weil was anderes hat sie ja nicht, also sollte vielleicht mal ein bisschen früher aufstehen und dann fühlt er sich irgendwie berufen, seinen frühmorgendlichen Bäckerrhythmus dann mit mir zu teilen. Außerdem sagt er, wenn ich dann irgendwann mal drehe, dann holen die mich vielleicht auch total früh ab. Und dann werdet ihr gut, wenn ich dann einfach schon mal übe. Also mein Freund hat so Managerqualitäten, der Jan. Ja, und der ist so die schönste Konstante in meinem Leben. Und die Konstante verlässt dann relativ früh, also 4 Uhr, mein Haus. Und da muss ich dann immer überlegen, jetzt, was mache ich dann jetzt, weil das ist jetzt mein Tag. Und es ist auch wichtig, was ich mache mit meinem Tag, weil der hört nur mir. Und dann gucke ich eben, was ich mache mit meinem Tag. Also ich schreibe ganz früh morgens erstmal meine Morgenseiten, das halte ich aus dem Künstlerbuch. Ja, ich mache das auch nüchtern. Das kommt dann einfach viel besser, unverfälschter auch raus. Ich schreibe da so 3 Stück am Stück und dann schreibe ich auch noch meine Träume auf, weil das ist ja auch gut. Dann schreibe ich meine Ziele auf, was ich am Tag so vorhab. Ich sortiere dann alles in so wichtig und dringend Kategorien. Nicht wichtig und nicht dringend, wichtig und nicht so dringend und nicht wichtig und dringend. Und dann mache ich nochmal explizit nochmal einen ordentlichen Tagesplan und da habe ich mir vorgenommen, packe ich dann immer auch gleich die Bewegungspausen ein und die Wassertrinkpausen. Heute habe ich mir vorgenommen, mache ich vielleicht auch mal alle 10 Minuten diese Übung am Bildschirm mit den Augen. Da gucke ich dann einfach ein bisschen länger in die linke obere Zimmerecke. Ihr könnt jetzt auch noch alle Ecken machen, aber lasse ich jetzt einfach. Auf jeden Fall ist das relativ gut für den Energiefluss, weil jede Ecke braucht ja auch so ihre ganz bestimmte Aufmerksamkeit. Ja, weil in Feng Shui zum Beispiel ist bei mir rechts die Reichtumsecke. Und links ist so, ja, links ist dann die Karriere-Ecke und X ist da mittendrin. Ja, und ich habe neulich nachts auch schon ganz intensiv und auch ganz intuitiv da einfach mal symbolisch den Fernseher reingeschoben in die linke Ecke, in die Karriere-Ecke. Man wusste ja nicht. Und was ich eigentlich auch nachts immer noch machen sollte, ist dann in mein Dankbarkeitserfolgsbuch schreiben. Das mache ich eigentlich immer auch abends. Das soll man so spät machen, damit man da auch wirklich alles mit reinnimmt. Heute habe ich das aber morgens gemacht. Ich finde, so viel Selbstbestimmung muss dann auch mal möglich sein. Danach mache ich dann Qigong. Das halt aus einem Videopodcast. Total toll, da habe ich eine richtige Lieblingsübung. Macht man dann, nimmt man den ganzen Erfolg aus dem Universum. Nee, nimmt man rein, atmet man rein und entsammelt man dann in seinem Wurzelchakra. Also das ist wirklich meine Lieblingsübung. Ich habe die heute sogar 2-mal gemacht. Ja, und manchmal variiere ich das auch, dann meditiere ich. Das ist aber ganz individuell. Also das mache ich, wie ich will eigentlich. Was ich aber immer mache, und das ist nicht individuell, ich schreibe ganz konkret meine Ziele auf in so einem Buch. Jeden Tag eine halbe Stunde, ganz konkret, wie ich mir das vorstelle mit meiner Zukunft. Weil das ist auch wichtig. Heute zum Beispiel habe ich das so intensiv gemacht, da habe ich das auch untermalt und richtig mit Farben. Wieder so ein Preis und wieder ein Fernseher. Mein Freund sagte auch, ich bin halt so ein visueller Mensch, das soll ich auch ausnutzen. Ja, und dann habe ich danach, nach diesem Zukunftsbuch, habe ich dann so einen perfekten Start im Tag. Da lese ich dann. Das ist ja für uns Schauspieler eigentlich auch eine sehr wichtige Sache, so mit Input.
Und Weiterbildung, man will ja auch mal irgendwie intelligente Menschen spielen. Ich lese ja immer nur Coaching-Bücher und Sachliteratur. Also ich kann mich bei Romanen, ich kann mich da nicht so richtig fallen lassen. Ich weiß nicht, ich habe da nicht das Gefühl, dass ich da wirklich total an mir arbeite. Aber bei dem Buch, was ich jetzt gerade lese, zum Beispiel 3, 2, 1, Reich, ist das total toll. Da hatte ich gleich von Anfang an so ein Wir-Gefühl. Ihr wisst es vielleicht, aber bei so Büchern, die man so total toll findet, also bei mir ist es dann so, da kopiere ich mir dann das Lieblingskapitel und hänge das an meine Motivationswand. Und dann, wenn es richtig gut ist, dann nehme ich das als Motto der Woche. Das ist halt, im Grunde ist das wie so ein kleiner Therapeut im Pocket-Format. Und das inspiriert mich dann total bei richtig Lieblingssätzen. Dann nehme ich dann die Schlagwörter und mache die kursiv. Und mach dann in Photoshop mit Arial oder Verdana, packe ich jetzt über meine lieblingsweiche zeichneten Feelgood-Fotos und pack dann den 1950s Retro-Filter auf. Und dann speichere ich das als Desktop-Hintergrund. Ja, das klingt jetzt vielleicht albern, aber mir gibt es total das Gefühl von Wachstum. Von diesem Wir gegen den Rest der Welt und das Buch. Und das kann nicht jedes Buch. Nee, energetische Blockaden im Schauspiel lösen und daran wachsen, ein Weg in die Klarheit von Charada Devi Block, hat es nicht so geschafft. Ganz anders aber mein Lieblingsbuch. Erdung durch Wurzelgemüse, der Siegeszug der Samenfesten Rodelika. Das hat echt total mein Leben verändert und mein Saft. Man glaubt es jetzt ja nicht so, weil am Anfang hört sich das an wie so ein Ernährungsratgeber. Aber da steckt viel mehr drin. Das ist total subtil. Ja, das hat mich total erdet in meinen Wurzeln auch. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, geht man da auch dann so hoch hinaus. Aber auf der anderen Seite haut auch ja auch nichts um. Das ist, im Grunde ist das ja wie regionaler Bambus. Total toll. Vor 3 Wochen hatte ich so ein Casting, da wäre ich ja sonst nie hingegangen. Da war ich so aufgeregt. Das war für den Durex Play Vibrationsring. Aber dank meines Rodelika Möhrenpreis mit Amarantsprossen von Seite 74 war ich einfach so verspielt und total gelassen und ready. Also der innovativ am Schaft befestigte innovative Durex Play Vibrationsring mit 40% mehr Vibrationskraft ist total innovativ und vibriert. Die haben sich jetzt da noch nicht gemeldet. Aber ich finde, manchmal ist das einfach auch ein Jutezeichen. Ich nehme das dann einfach total gelassen. Weil Gelassenheit ist auch wichtig. Ja. Ich lasse das einfach alles kommen. Mittwochs mache ich dann noch so ein American Accent Training. Der Tarantino kommt ja manchmal nach Berlin und ich und meine Schauspielfreundin, wir sind dann immer in so einem Workshop. Danach gehen wir dann ins Ellington Hotel zum Schauspielerstammtisch, plädieren da total für Revolution, Aktion und Kulturstreik, weil ich denke schon, wenn ich arbeiten mag, dann wenigstens mit Message. Und auf dem Weg nach Hause bin ich dann meistens so fertig, bin ich total müde und dann gucke ich immer in mein Mobile Web Device, gucke ich dann meinen Facebook-Status nach. Und neulich war ich so aufgewühlt, da habe ich gedacht, wer ist denn diese Tussi, die da schon wieder bei meinem Freund gefällt mir drückt? Ich habe keine Ahnung, habe dann wild gegoogelt, habe die nicht gefunden, dann habe ich dir aber von meinem Fake-Account, den ich noch habe, weil ich meinem Ex-Freund hinterher stalk bin, eine Freundschaftsanfrage gestellt und den Link zu unserem Lieblingsvideo, Cassius, I love you, so auf seine Wand gepostet. Und da habe ich runtergeschrieben, unser Lied. Ja, du hast mich schon verstanden, Anita Kühne. Naja, auf jeden Fall nach Hause bin ich dann gekommen und dann bin ich immer so aufgewühlt, Manometer. Dann höre ich immer so eine Letting Go Meditations-CD, weil ich bin so dann aufgewühlt, dann kann ich gar nicht arbeiten und mich nicht konzentrieren. Wenn ich dann alles Letting Go gemacht habe, staub ich die Blumen. Sehr meditativ. Und dann sortiere ich auch die Fotos am Rechner. Das mache ich nicht aus Vergnügen, sondern ich mache es, weil ich dann Platz für Neues schaffe. Formatiere dann manchmal auch noch die Festplatte und weil ich ja schon am Schreibtisch sitze, checke ich auch gleich ein bei Workspace, um dann etwas haltlos im YouTube, E-Mail, Facebook, beim Bermuda-Dreieck zu versinken. Die einzige Rettung, die ich dann immer noch habe, ist, wenn dann mein Smartphone spät am Abend applaudiert. Das macht
startet immer zur gleichen Zeit. Da weiß ich, dann kann ich ins Bett. Da habe ich so eine App.